Ja, wunderbar, diese Nachdichtung auf den Locomotive Breath von Jethro Tull. Da könnte man so viel sparen, 5 Milliarden mindestens. Bei den Kosten sind wir leider noch lange nicht am Ende. Und was uns auch noch fehlt, ist wirklich eine Verkehrswende. Und zu der wird Winfried Wolf jetzt sprechen. Yeah. Bitte. Liebe Freunde, liebe Freunde, man muss sich eigentlich schon fragen, was fehlt eigentlich noch? Wir haben Dieselgate erlebt, wir haben die Klimaerwärmung, wir wissen, dass sie menschengemacht ist. Wir erleben Taifune, wir erleben Sintfluten als direkte Folgen dieser Klimaerwärmung. Und wenn wir dann fragen, was macht die Politik konkret, dann stellen wir fest, Frau Merkel sagt auf der IAA in Frankfurt am Main, der Dieselmotor ist unverzichtbar für den Klimaschutz. Obwohl gleichzeitig das Umweltbundesamt, das direkt dem Ministerium für Umwelt untersteht, sagt, Diesel-Pkw stoßen auch massiv CO2, nicht nur NOx aus. Dazu kommt, dass der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt, ich habe mir jetzt einen Diesel zugelegt, ich brauche ein scheiß Auto. Und es begründet damit, dass er einmal einen Anhänger mit Sand für einen Enkel transportieren will. Die Frage ist, warum sagt Herr Kretschmann genau jetzt, er braucht einen Diesel? Der niedersächsische Ministerpräsident Herr Weil hat zugeben müssen, dass er alle seine wichtigen Reden zu VW, zum Dieselskandal, vorher dem VW-Vorstand vorgelegt hat, der sie dann absegnen musste. Das heißt, keine der Parteien, die in 4 Tagen zur Wahl stehen und die für ein Regierungsbündnis in Frage kommen, will diese kriminelle Verkehrspolitik beenden. Es geht sogar so weit, dass die neuen Messart, wie Autoemissionen gemessen werden sollen, sogenannten Real Driving Emissions, RED, dass die ein Thermofenster erhalten. Das heißt, dass damit der Betrug weitergehen kann. Sogar Bild, Autobild schreibt, die Beschlüsse des Dieselgipfels sind wertlos, solange Thermofenster und andere Abschalteinrichtungen die Abgasreinigung außer Kraft setzen. Zitat Ende. Wenn jetzt gesagt wird, dass sie auch fast alle Parteien Elektromobilität, gemeint Elektro-Pkw, propagieren müssten. Dann sagen wir erstens mal, Elektromobilität heißt konkret Elektrostraßenbahn, Elektroeisenbahn. Das ist konkrete Elektromobilität. Und wir sagen weiter, dass die wesentlichen Systemnachteile, Flächenverbrauch, darunter auch Tote und Verletzte, auch für Elektro-Pkw gelten, dass vor allem dann, wenn Elektro-Pkw mit normalem Strom gespeist werden, dass die natürlich letzten Endes in der Klimabilanz ziemlich ähnlich aussehen wie ein normaler Pkw, sei es jetzt einer mit Benzin oder einer mit Diesel gespeist. Die Frage ist also, gibt es irgendwelche Hoffnungsschimmer? Ich glaube ja, aber nicht in der großen Politik. Die Hoffnungsschimmer sind zum Beispiel die Weltretter, die gerade hier sich präsentiert haben. Hoffnungsschimmer sind jetzt 7. Jahr Montagsdemonstration in Stuttgart. Hoffnungsschimmer sind die konkret jetzt im Rheinland zum Beispiel die Aktion gegen das Kohlekraftwerk Neurath gemacht haben und dort blockiert haben, gesagt haben, allein dieses Kohlekraftwerk stößt 3% der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland aus. Wenn Elektro-Pkw dazukommen, wird noch mehr Bedarf an Kohlestrom da sein. Das heißt, was wir verlangen, ist eine wirkliche Verkehrswende. Das heißt zum Beispiel eine Politik der kurzen Wege als erster Punkt. Heißt zweitens eine Politik, die massiv den nicht motorisierten Verkehr, also Fahrrad- und Fußgängerverkehr, fördert. Heißt als drittes eine Politik, die den ÖPNV massiv ausbaut. Heißt als viertes eine Politik, die die Flächenbahn und Bürgerbahn, heißt nicht Hochgeschwindigkeit, die Erschließung, der Überblick mit der Bahn selber als Bürgerbahn, preiswerte Bahn auch, einschließlich Nulltarife im Nahverkehr erschließt. Das heißt fünftens eine Politik, die massiv den Güterverkehr reduziert, ungefähr ein Drittel, und dann erst verlagert. Die Masse des Güterverkehrs heute ist unnötiger Güterverkehr, der auch regionale Wirtschaften zerstört. Das heißt, liebe Freundinnen und Freunde, wir fordern statt Schutz für Managerboni Schutz für Lebensqualität. Wir fordern statt Motorenschutz Schutz für die Gesundheit. Wir fordern Grips statt Gips, Verkehrswende statt Betonwende. Wir fordern Mensch und Klima statt Profit und IAA. Dankeschön. Alles, was wichtig ist, kurz und bündig zusammengefasst. Vielen Dank, Winfried Wolf.